dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, ein erkämpfter Punkt hier im Ostduell gegen den FSV Zwickau. Torhüter Morten Behrens steht bei uns. Morten, wie hast du es gesehen? Wie viel wert ist der Punkt am Ende? Ja, aufgrund der gelb-roten Karte ist er, denke ich, am Ende verdient. Wenn wir nicht in Unterzahl geraten, ich denke, dann kann das Spiel auch anders ausgehen. Aber dadurch, dass wir so lange in Unterzahl gespielt haben, können wir auf jeden Fall mit dem Punkt leben. Und wichtig war, dass wir wieder zu Null gespielt haben. Ja, du sprichst es an, schon zum 5. Mal steht hinten die Null. Ja, du hältst deinen Kasten da wirklich sauber. Was war das Geheimnis in den letzten Spielen? Was hat sich da geändert, dass wir da so stabil geworden sind? Ja, erstmal haben wir einfach als Mannschaft wieder zusammengefunden. So, wenn man so einen kleinen Lauf hat, dann, ja, wie das immer so ist, läuft es manchmal auch ein bisschen von alleine. Aber trotzdem gehört da jedes Mal harte Arbeit zu. Ja, wir haben einfach Selbstvertrauen und dieses Selbstverständnis, dass wir die Bälle wegverteidigen, haben uns gut eingespielt. Und ich denke, das ist der Schlüssel dazu. Nochmal kurz aufs heutige Spiel geblickt. Ja, es gab eine rote Karte mittig zur ersten Halbzeit. Der Alexander Bittroff ist mit Gelb-Rot vom Platz runtergeflogen. Ja, wie sehr tat es dem eigenen Matchplan einen Abbruch? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Also dadurch hatten wir natürlich einen Mann weniger. Und ja, Zwickau konnte uns auch ein bisschen besser zustellen. Aber wir haben trotzdem weiter versucht, von hinten raus zu spielen und uns ja spielerisch weiter ins Spiel zu kämpfen auch. Und ja, es war klar, dass es ein robustes Spiel auch wird. Von daher, ja, ist es okay, so wie wir es dann am Ende auch in Unterzahl gemacht haben. Am Mittwoch war das schon die nächste harte Nuss mit dem SV Meppen. Wie wird man jetzt in den nächsten Tagen zu Werke gehen, um sich auch auf einen ähnlichen Gegner nochmal vorzubereiten? Ja, erstmal müssen wir gut regenerieren, weil das nächste Spiel ja schon am Mittwoch ansteht. Und dann, ja, werden wir ganz normal unser Spiel, was wir die letzten Spiele auch gezeigt haben, wieder durchdrücken wollen. Und so, ja, am besten auch wieder die 3 Punkte einfahren. Tobi, am Ende 0:0 gegen den FSV Zwickau. Wie fühlt es sich an danach? Ja, eher den Sieg vergeben oder den Punkt gesichert? Ja, ich denke, aufgrund des Spielverlaufs dann auch in Unterzahl und mit den Chancen, die Zwickau dann am Ende hinaus hatte, denke ich, geht dieses Unentschieden in Ordnung. Wir haben uns, denke ich, natürlich also vor dem Spiel viel mehr vorgenommen. Hatten dann auch eine Kontrolle in der ersten Halbzeit, und wenn wir da so ein bisschen diese Ungenauigkeiten oder diese technischen Fehler auf unserer Seite weggelassen hätten, denke ich, hätten wir dieses Spiel dann auch für uns gezogen. Ja, es war dann eine ziemlich intensive Partie, typisch Ostderby letztendlich dann. Knackpunkt war ja sicherlich dann der Platzverweis dann auch auf unserer Seite. Ja, also gerade da ich bis zum Platzverweis, denke ich, hatten wir die Spielkontrolle, haben nur durch unsere eigenen, sag ich mal, Fehler oder technischen Unzulänglichkeiten dann eigentlich den Gegner zu Chancen eingeladen. Aber ja, ich denke dann aufgrund der roten Karte und aufgrund der Unterzahl war es dann schwieriger, das Spiel so zu dominieren. Wir haben es trotzdem probiert, immer wieder in der zweiten Halbzeit Nadelstiche zu setzen, hatten da auch unsere ein, zwei Möglichkeiten, das Spiel auf unsere Seite zu biegen. Und ja, jetzt gilt es, das Spiel zu analysieren morgen. Und dann am Mittwoch nach Meppen zu fahren und dort wieder zu punkten. Trotz allem haben wir auch 2 Serien gehalten, also weiterhin ungeschlagen, jetzt schon seit 7 Spielen mittlerweile und jetzt seit 5 Spielen in Folge. Dann steht auch die Null gerade für dich, für die Abwehr auch was Besonderes, denke ich. Ja, da sind wir natürlich froh, dass wir heute auch wieder zu Null gespielt haben. Aber ich denke einfach, dass wir momentan so eine Gier in der Mannschaft haben, Spiele gewinnen zu wollen, dass wir heute ja mit dem Punkt dann trotzdem irgendwie im Endeffekt auch nicht zufrieden nach Hause gehen. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, gilt es, diese Serie noch fortzuführen. Wir stehen stabil hinten und haben eigentlich immer die Chance, auch heute dann zu 10 ein Tor zu machen und dann als Sieger vom Platz zu gehen. Ja, Schlag auf Schlag geht's jetzt weiter in der englischen Woche. Worauf müssen wir uns einstellen jetzt beim kommenden Gegner SV Meppen, der jetzt ja den Trainer gewechselt hat, was ja dann immer besonders schwierig ist? Ja, da weiß man dann manchmal nicht so genau, was auf einen zukommt, was für eine Idee der neue Trainer hat. Ich denke, es ist wichtig für uns, oder wir sind gut daran, wenn wir bei uns bleiben, unser Spiel spielen wollen, durchbringen zu wollen. Und wenn wir das schaffen, dann denke ich, haben wir die Qualität, dort auch als Sieger vom Platz zu gehen. Alles klar, Tobi. Danke dir vielmals. Ja.